Hä? Mein warum? Ding ist es ausgegangen. Ich höre denn jetzt los. Da! Ah! Ah! Servus! Ah! Hallo! Soll er sich mal mit uns anlegen, ha? Wer wird wohl gewinnen? Einfach ein richtiger Rideout auf einmal. Ja, sollen wir mal alle gleichzeitig hupen? Ja, hier, komm, bei ihm kannst du mitfahren. Wie sieht das denn aus? Mein Ding ist einfach ausgegangen. Echt jetzt? Ja? Es geht kaputt nicht. Oder was? Ach, du hast den Dings gemacht. Ich hab's nicht gecheckt. Was? Krank, David. Ich hab's gerade nicht gecheckt. Und ich stehe mitten auf der Straße. Was ist... Oh Gott, Alter. Hä? Wie lange hat's gedauert, bis ich das gerafft hab? Wir sind heute wieder unterwegs mit David. Lang, lang ist es her. Komm, hau mir auf den Po. Vorsicht, der fährt dich gleich um. Ja, der war gerade schon so ein bisschen... Servus, ich bin Fahranfänger. Aber ich übe noch ein bisschen. Ich hoffe, das sieht nicht ganz scheiße aus. Ich glaube, er fand das geil, wie du mir auf den Arsch gehauen hast. Deswegen wollte er sich das ein bisschen näher anschauen, ja. Weißt du? Fahr mal an dem Kopf vorbei. An den Kopf vorbei? Ja, das sind wir. Hallo. Da! Ah. Ah. Dann müssen wir mal umdrehen eigentlich. Servus. Na? Hallo. Das ist ja todeslustig. Das gibt's ja nicht, Alter. Wir haben gesagt, die Ersten, die wir finden, schreien wir an. Jetzt seid es ihr. Danke fürs Nicht-Anschreien. Was sagt ihr eigentlich zu meiner Duke hier? Ja, ich wollte gerade fragen, seit wann fährst du eine KTM? Das Problem ist, die Super Duke war David zu krass und deswegen dachte er, nimmt er doch nochmal 900 Kubik weg und hat nur noch eine 93. Ich hatte heute ein Date mit einem OnlyFans-Model. Die sehe ich nochmal. Ah ja. Ja, ja, nette, sehr, sehr nette, toller Charakter, muss ich sagen. Zwei tolle Charakter. Ich liebe nur dich, Schatz, ja. Verrückt dich, ich sehe seine. Schläge, Alter, von hinten. Ja, es gab schon, es gab schon. Oh, das ist krank. Oh, also du hast auf jeden Fall gewonnen. Für meinen Auspuff ja, weiß ich ja nicht, einfach ne? Nach nix. Er klingt schon nach was, nach so einem guten Honda-Rasenmäher. Ja, danke schön, Alter. Scheiße. Ist es legal da, die Tröte, die du am Moped hast, oder? Legal, ja. Aha. Aber zu laut. Wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn zusammen, oder? In einem Satz. Das ist legal, aber verboten. Also man darf es nicht, aber es ist eingetragen. Na was nun? Also solange du nicht den Dodi machst, geht das. Den was? Den Dodi. Zu viel Shindy gehört oder was? Ja, viel zu viel. Auf dem gedeckten Tisch, wenn sie schreit, ich liebe dich. Und die weg nach Bienenstich. Okay, reicht. Cut. So, jetzt hier, guck die Leute, die wollen eine Revbomb von dir. Alter! Alle haben sich umgedreht. Das war wirklich asozial. Du machst echt auch keine halben Sachen, ne? Du dachtest dir, kleine Revbomb? Nö, 8 Sekunden Begrenzer. Die eine Asiatin ist fast umgefallen. Hier, jetzt Bruder, sei korrekt. Ja, sei korrekt. Sei, ist nicht korrekt. Ich glaube nicht. Den Platz muss man sich manchmal auch einfach nehmen. Soll er sich mal mit uns anlegen, ha? Wer wird wohl gewinnen? In der Bus wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ein 4 Meter Bus gegen uns. Hallo, ich bin der David. Wir machen so ein Ride-Out. Wir haben schon 2 Leute gefunden. Unser Ziel ist heute, so viele Motorradfahrer einsammeln wie nur möglich. Wollt ihr mitfahren? Einfach ein richtiger Ride-Out auf einmal. Ja, ohne Scheiß, oder? Ist das witzig? Das ist so random. Ich check's nicht. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen hupen und winken, denken alle Leute, wir sind eine Parade oder so. Oh, ja, sollen wir mal alle gleichzeitig hupen? Die Autos machen mit! Man denkt, der wird weggehoben, Alter. Boah, das machst du gerade was damit? Man hört's einfach nicht. Ich hab nichts gehört. War dein Motorrad aus? Junge. Junge, jetzt bist du asozial. Okay. Oh. Sauer. Motorradfahrer, Digga. Junge, das eskaliert einfach komplett. Was ist hier los? Komm mit, Junge, komm mit. Also es ist wirklich so ein bisschen wie so jedes Motorradfahrertraum, oder? Du fährst irgendwie alleine rum, siehst 10 random Bikes und fährst einfach mit. Geil. Ja, genau das ist es. Scheiße! Junge! Guck mal, da kommt doch schon der erste Kollege. Ja, hier, komm, bei ihm kannst du mitfahren. Ja, genau. Er hat Bock, dass du mitfährst. So ein Arschloch, Alter. Tschüss, ja. Junge, er ex erstmal sein Bier. Ex. Er
Er will wirklich mit. Alter! Ja, ich muss Kind! Das Kopf völlig weggestranguliert da. Das hat auch gar keine Fußrasten. Das verbrennt sich doch den Fuß am Auspuff. Boah, oder an ihren Reifen? Das ist todesgefährlich. Guck mal, wo die Füße sind, Bruder. Die sind im Reifen. Siehst du das? Ja. Das ist wirklich gefährlich. Das sieht jetzt so aus, als wäre das unser Rideout-Chef. Ja. Alle folgen wir ihm. Yo, Spider-Man, wo geht's lang? Guck schön bei der Polizeistation. Alle Fenster auf Kipp. Die gucken jetzt gleich raus und denken sich, oh, guck mal, alles offen da. Er hat das Fenster zugemacht gerade. Da, ey, da kam ein Polizist, kam an das Fenster, hat zugemacht. Hatte keinen Bock auf die Scheiße. Ey, das Motorrad ist ein bisschen zu klein für mich irgendwie, oder? Idiot. Alter, wie sieht das denn aus? Asozial. Einfach das ist, asozial. Das ist gerechtfertigt auch. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Kawasaki. Oh Gott. Ja, wieso geht das? So, wir haben jetzt extrem viele Leute verloren. Aber wir sind noch 8 Leute. Z800E haben wir hier. Dann natürlich die SMCR. Dann haben wir noch eine Z900. Dann noch eine Z800. Dann haben wir David mit seiner wunderschönen Duke 390. Weil ihm alles andere zu krass ist. FZ1, ja stimmt. Die Lichtmaske ist ein bisschen wie Suzuki GSR. Die hatte ich mal. Der Auspuff ist so riesig. Leider Gottes, ja. Junge, bam. Dann haben wir eine wunderschöne Ducati Monster in diesem geilen Mattrot, würde ich sagen. Und vorne haben wir noch eine BMW S1000R. Wer von euch hat einen offenen Führerschein und will mal die fahren? Aber ich habe keine Sozius-Fußrasten. Du kannst sie ja mitnehmen auf der Duke. Boah, das ist so geil, mal wieder auf dem Naked-Bike zu sitzen. Ja, stimmt, damit hast du doch angefangen, oder? Mit einer Cover. Ja, einer Z750. Oh, Alter. Flashback, die oder? Die ist gar nicht so weit entfernt. Und was sagst du? Sehr ungewohnt, wenn man keinen Tank zwischen beiden hat. Ja, voll, ne? Da fehlt so ein bisschen was. Man sitzt komplett anders drauf. Man fühlt sich wie so ein Storch. So. Ja, wenn man auch so gerade sitzt, ne? Hä? Aber ja, macht Spaß. Alter. Geil. Findet ihr es nicht auch witzig, dass so in der Motorradszene einem das Bike so extrem wichtig ist und man trotzdem mit so völlig Fremden aber Bikes tauscht, weil beides geil finden? Ich könnte es jetzt so einfach wegfahren, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also bei mir ist es ein bisschen schwieriger, ich glaube, du findest mich, aber bei dir? Aber David hat ja deine Freundin als Pfand hinten. Ja, das will ich nicht sortieren. Scheiß auf die Freundin, 96 an der CR, let's go! Alter, das ist echt laut. Ist halt krass, ne? Du merkst bei dem Motorrad, finde ich, dass du eigentlich noch mehr Gas geben willst. Ich bin irgendwie bei der Hälfte der Umdrehung im ersten und die fängt erst an, richtig geil sich anzuhören. So, David, hier ist die Stretch-Limo, die ich für dich bestellt habe. In deiner Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe. Genau. Oh. Und dann habe ich erstmal einen schönen Tetrapack gegen den Helm bekommen von jemandem. Was? Ja, also rechts von der Seite hinter mir hat er mir voll den Kopf geworfen. Geworfen? Oder ich weiß nicht, das kam irgendwie angeflogen. Krass. Ja, das ist mir noch nie passiert.